Thema des heutigen Videos auf meinem Kanal ist keine Angst vor Crusader Kings 3. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin mit Civilization groß geworden. Das ist ein ganz tolles Strategiespiel. Das heißt, ich habe keine Berührungsängste mit solchen Spielen. Aber das ist schon der 10. Versuch, dass ich mit Crusader Kings 3 angefangen habe. Und jedes Mal wurde ich von den vielen Möglichkeiten erschlagen. Und wenn man das Kurztutorial mal spielt, dann weiß man noch lange nicht viel über das Spiel, leider. Das ist so, das lange Tutorial dauert, glaube ich, über 2 Stunden. Aber es nimmt einem ein bisschen die Angst und ich will euch heute mal erzählen, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert und was auch im Kurztutorial so alles angesprochen wird. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mich einfach mal hier für eine Partei entschieden. In dem Fall ist das der Herzog Wratislav II von Böhmen, das bin ich. Und habe das Spiel mal eine Weile gespielt. Und ich habe keine Ahnung, ob das hier sinnvoll und richtig ist, was ich gemacht habe. Aber ich erkläre euch das mal kurz, was ich gemacht habe, wie ich mich ans Spiel rangetastet habe. Grundsätzlich ist hier unten mein Profil. Da kann ich draufklicken und dann sehe ich, mit wem ich verheiratet bin. Ich sehe meine Familie, Eltern, Großeltern, die alle schon tot sind, wie ihr hier seht. Dann sehe ich meine Kinder, meine Geschwister. Der ist auch schon verstorben, sehe ich gerade. Ja, und hier kann ich zum Beispiel auch die Beziehungen einsehen, die Höflinge, die für mich arbeiten. Das sind zum Beispiel Ritter oder Ärzte oder meine Gattin. Dann gibt es die Vasallen, denn ich regiere nur diesen kleinen Teil hier eigentlich. Das ist meins. Und die anderen, das sind meine Vasallen und das Ganze ergibt dann Böhmen. Und hier seht ihr auch anhand der Banner. Das blinkt unten links dann auch, welcher meiner, ja, Vasallen, Geschwister, wie auch immer, das sind tatsächlich 3 Brüder von mir dabei, wer da welche Region administriert sozusagen. Genau. Ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass hier unten. Also das ist ein Echtzeitstrategiespiel und wir befinden uns gerade im Pause-Modus. Und hier unten können wir das aufheben, wenn wir auf diesen Pfeil klicken. Dann geht's weiter. Und ab und zu unterbricht das Spiel auch selbstständig, so wie jetzt. Ich bin nämlich auf die Jagd gegangen. Und da muss ich jetzt hinreisen und ich hoffe, dass alles gut endet. Das muss ich eigentlich nur bestätigen hier. Und dann klicke ich wieder auf Pause. Wollte euch das nur mal zeigen. Ihr könnt hier auch in verschiedenen Stufen das Ganze weiterlaufen lassen. Und wenn ihr es weiterlaufen lasst, dann erhaltet ihr halt Gold, monatliche Einnahmen, euer Prestige, Frömmigkeit und so weiter. Das steigt im Idealfall alles. Hier ist auch eine Mitteilung. Graf Konrad von Brünn. Ja, okay. Die wir mit der rechten Taste wegklicken können. Ja, und das ist so das Allerwichtigste schon mal. Hier könnt ihr zum Beispiel auch eure Kinder bevorzugen. Per Rechtsklick könnt ihr mit denen interagieren. Ihr könnt persönlich mit ihnen interagieren. Einen Vormund festlegen beispielsweise. Ihr könnt ein Kind als Lieblingskind auswählen, was die Beziehungen zu den anderen Kindern schwächt. Wir können unsere Kinder sogar einkerkern, wenn wir das wollen, warum auch immer. Also mit Rechtsklick kann man hier ganz viel machen, auch auf den Ehepartner. Frag mich allerdings gerade, wo meine Frau ist. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, das ist, weil ich auf der Reise bin. Die Karte könnt ihr mit den Pfeiltasten nach rechts, links, hoch und runter schieben. Mit dem Mausrad könnt ihr zoomen. Und was ebenfalls wichtig ist, das sind die Tipps hier oben. Ihr habt nun einen Regenten. Öffnet dies, um eine Einführung in Sachen Regentschaft zu erhalten.
Ist der Regent vielleicht eingesetzt, weil ich auf Jagd bin? Werfen wir einen Blick auf die Regentschaft. Dies sind die Waagschalen der Macht. Regentschaft Nachfolge. Regent ist nun weniger mächtig. Ihr könnt eurem Regenten ein Mandat erteilen, das seine Bemühungen auf diesen Bereich konzentriert. Ihr könnt auch versuchen, die Regentschaft zu beenden. Ich lasse das jetzt mal so. Hab noch nicht so ganz verstanden, was hier gerade abgeht. Auf jeden Fall habt ihr hier oben Nachrichten. Am Anfang 10 Stück oder so. Ich habe die einfach alle nach und nach abgearbeitet. Zum Beispiel habe ich ein Lieblingskind bestimmt. Ihr werdet aber auch darauf hingewiesen, falls ihr eben unverheiratet seid, dass ihr euch dringend einen Partner suchen solltet. Wegen der Erbfolge und so weiter. Gott, ist die Welt riesig. Zurück nach Böhmen. Ihr seht, hier bin ich auf Reisen und die Reise, die geht ziemlich weit. Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen Graf Konrad von Brünn regiert. Und hoffentlich tritt er auch wieder ab, wenn ich zurück bin. Wir werden es sehen. So, hier unten haben wir gerade das Machtteilungsfenster geöffnet. Hier findet ihr auch euer Inventar. Ich war schon mal auf der Jagd. Das ist eine Trophäe, die ich angelegt habe. Und Lebenswandel, das ist sowas wie ein Skillbaum, wo ich auch schon ein paar Skills verteilt habe. Im Bereich Administrator, das sind Verwaltungsvorzüge in meinem Fall. Da entwickelt ihr eure Persönlichkeit weiter und auch das Reich, wenn ich es recht verstanden habe. So, dann geht es hier eben zum Herzogtum von Böhmen. Nachfolgelinie und so weiter, das seht ihr alles hier. Das ist übrigens mein Lieblingskind. Zum Anzeigen klicken. Der ist 9 inzwischen. Der soll eigentlich mal meine Nachfolge antreten. So, dann kommen wir hier zum Bereich Kirche und zum Bereich Kultur. Das habe ich mir auch schon alles durchgelesen. Ihr werdet dann nach und nach vom Spiel aus hingeführt. Man kann überall draufklicken, sich Tooltips holen. Wichtig ist auch dieses Menü hier rechts, denn hier haben wir unser Reich. Wie zum Beispiel die Burg in Prag. Und da können wir jetzt auch wieder draufklicken und können hier neue Gebäude bauen. Das habe ich teilweise auch schon gemacht. Für verschiedene Grafschaften. Hier haben wir sozusagen die eigene Domäne im Überblick, also die Ländereien, aus denen Böhmen besteht. Wir können uns auch unsere Vasallen anzeigen lassen. Mit dem bin ich so ein bisschen im Clinch. Der ist böse und ein Rohling, ihr seht das, und außerdem unverheiratet. Da kommen wir später noch zu. Zudem habe ich einfach eine schlechte Beziehung und die versuche ich zu verbessern. Ob das gelingt, weiß ich auch nicht. Muss ich abwarten. Das sind die Vasallen. Hier kann die Nachfolge geregelt werden. Im Herzogtum von Böhmen. Also das ist der Bereich Reich. Dann gibt es hier den Bereich Militär. Da kann man zum Beispiel auch neue Ritter anschaffen. Söldner. Solche Sachen. Dann gibt es den Bereich Rat. Das ist mein Rat. Was der so ganz genau macht, weiß ich auch noch nicht. Ratsspitzel. Komplotte unterstützen. Komplotte stören. Ah, da soll ruhig mal was arbeiten. Fürstbischof Jaromir. Ah, da soll hier mal platziert werden. Mehr Kontrolle in Gemeinde. Heimische Angelegenheiten. Also hier kann ich die Ratsmitglieder verschiedenen Aufgaben zuweisen, Anspruch auf Gemeinde fingieren.
falls ich andere Gemeinden übernehmen will. Das ist wohl durchaus möglich. Und das ist meine Frau, die Herzogin. Auch die sitzt im Rat. Dann gibt es hier die verschiedenen Höflinge. Das ist mein Leibarzt, Karawanenführer, Jägermeister. Dann gibt es hier verschiedene freie Ämter, zum Beispiel die des Hofnarrs ist noch zu besetzen. Höfling, die einzige, die halbwegs geeignet ist. Oder ist es ein R? Wir probieren das mal. Einsetzen als Hofnarr, sehr schön, neue Stelle besetzt. Dann gibt es das Ränkespiel. Eben, das ist der angesprochene Fürstbischof, der auf mich nicht so gut zu sprechen ist und den versuche ich einfach zu beeinflussen und es gibt eine 20-prozentige Erfolgschance. Das finden wir unter Ränkespiel. Hier gibt es auch Druckmittel und Geheimnisse. Rechtsklick zum Interagieren. Mordkomplott etc. Mündel anbieten, Vormundschaft anbieten. Druckmittel in eurer Hand, Druckmittel gegen mich. Also das sind auch ganz wichtige Bereiche. Dann gibt es die Fraktionen, Vasallen, die keinen Fraktionen beitreten können. Es gibt die Entscheidungen, die Aktivitäten, wie zum Beispiel die Jagd, auf der ich mich jetzt gerade befinde. Und den Königshof, da ich aber kein König oder Kaiser bin, habe ich da auch keinen Zugriff drauf. Und das war's im Wesentlichen, was ich euch erklären wollte. Und so funktioniert das Spiel. Wir klicken nochmal auf Play und warten ab, was passiert. Ich bin immer noch auf Reise. Und zwischendurch passieren dann verschiedene Zufall-Events. Hier wird zum Beispiel ein alter Baum von den Einheimischen mit Feinstmaterialien und bestem Schmuck verziert. Ganz so, als würden sie dem Baum den Hof machen. Viele aus dem Gefolge geben sich damit zufrieden, dem Treiben aus der Ferne zuzusehen. Doch der König fühlt sich gezwungen, etwas mehr zu tun. Und wir können jetzt hier aus verschiedenen Optionen auswählen. Brennt den Baum nieder. Ich sollte an dem Fest teilnehmen. Die Kulturakzeptanz der Tschechen und der Polaben füreinander erhöht sich. Ich sage einfach faszinierend und bekomme die Eigenschaft weiser Mann dafür. Man hat sich verirrt in einem fremden Land und keiner spricht Lechisch. Ich probiere es mal und bei mir hat das gut geklappt und dadurch geht die Reise jetzt auch noch schneller. Eine Seuche breitet sich aus, nämlich die französischen Pocken. Das ist schlecht. Und ihr seht hier, das Spiel dümpelt vor sich hin. Es passiert immer wieder was, was wir entscheiden müssen. Und in dem Fall klicke ich einfach auf Weiter und wir müssen warten, bis die Jagd beginnt. Können das auch wegklicken, während wir warten. Das mit der Beeinflussung, das klappt nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Fürst Bischof Jaromir ist immer noch nicht beeinflussbar. Ein hartes Urteil, hier muss ich jetzt wieder was entscheiden. Für ihn war das Urteil deutlich zu hart und ich kann jetzt hier reagieren. Entweder er behält seine Eigenschaft gerecht oder er verliert die Eigenschaft gerecht und maßvoll. Also, das ist relativ einfach. Ich stimme ihm zu, die Strafe war dem Verbrechen in der Tat nicht angemessen. Ich spiele das hier mal noch eine Weile weiter. Bin gespannt, wie sich das Ganze auswirkt, was ich hier bisher so entschieden habe. Wie gesagt, ich wollte euch die Angst vor dem Spiel ein bisschen nehmen. Ja, man wird da mit Informationen und Icons und Schaltflächen erschlagen, wenn man dieses Spiel startet. Aber so schlimm ist das hier alles gar nicht. Einfach mal anfangen.
Und ich arbeite jetzt hier noch verschiedene Dinge ab und dann schauen wir mal, was passiert. Ob das ist nicht gut. Regent fordert Mandat. Abwarten. So, dann widmen wir uns wieder der Jagd. Schaffen wir uns da raus. Es läuft, glaube ich, nicht so wirklich gut mit der Jagd. Ich schließe die Jagd jetzt ab. 15 Eigenschaftspunkte erhalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat oder falls ihr es hilfreich fandet. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dann, macht's gut und tschüss.